Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jimmy Floyd, spielt Last Day on Earth. Tante Irmi ist wieder an der Reihe. Und ich bin jetzt schon mal in das gelbe Waldgebiet gelaufen. Ich war an das letzte Video angelehnt, nachdem wir die Aufgaben erledigt hatten, wieder in der Basis, habe mich da abgelegt und bin jetzt schon mal hingelaufen, dass wir ja gleich weitermachen können. Denn wir haben ja neue Aufgaben im Überlebenshandbuch bekommen. Und da ist unter anderem drinne, beziehungsweise haben wir die Aufgabe, dass wir hier Bleblubler töten müssen, Kisten öffnen müssen. Die mit dem Verkäufer müssen wir dann auch machen. Also ihr seht, wir machen jetzt auf jeden Fall erst einmal ein bisschen hier bei den Kisten weiter. Da öffnen wir 4, 5, vielleicht 6, wenn wir Glück haben. In dem gelben und grünen Gebiet. Hier die Bleblubler und Giftschleuse gibt es nur im gelben Gebiet. Und natürlich den Alpha-Wolf im Kiefernwald, im Kiefernhain. Deswegen sind wir ja jetzt hier erst einmal hergelaufen. Kiefernhain, und den betreten wir jetzt. Und dann wollen wir einen Alpha-Wolf platt machen. Ja, ich habe mir in der Basis noch ein paar normale Level 1 Klamotten gemacht. Das sollte reichen. Und habe neben dem Fleischermesser noch einen Hammer mitgenommen. Den Hammer, da müssen wir aufpassen, dass wir den nicht kaputt machen. Also wir sagen erstmal schnell Hallo. Hi. Hi. Den Hammer dürfen wir nicht ganz kaputt machen. Denn den brauchen wir später. Für die Waffenmodifikation. So, was haben wir denn hier? So, nehmen wir uns erst einmal die Berlis. Truthahn, das klingt auch gut. Der ist gut für einen Hundezwinger, den wir ja fertiggestellt haben im letzten Video. Okay, der Dreier-Schaden reicht nicht aus, um den Truthahn kaputt zu machen. So, und hier ist doch schon der Alpha-Wolf. Da. Ist der Alpha-Wolf. Erst mal noch hier ein bisschen Berlis mit. So. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt waren wir zu schnell an dem Scheißer dran. Ihr seht, die Frequenz ist sehr schnell. Oh. Tollwütiger Wolf. Da habe ich jetzt kurz nicht richtig aufgepasst und ihr seht schon, jetzt schwuppdiwupps. Na, ihr seht, der macht nicht so viel Schaden. Also 24 in der im Schleichmodus, aber der ist so schnell, ich zeige euch das mal, ehe der Zombie zuschlagen kann, der normale, habt ihr den platt. Na, also der reicht locker für die normalen Zombies aus. Natürlich an den schnellen Beißer geht. Mal gucken. Hier haben wir einen schnellen Beißer. Das ist schon mal prima. Und ich zeige euch das jetzt mal. Den schnellen Beißer machen wir mit dem. Und den klöppeln wir. Na, also ich schlage fünfmal zu. Da hat er noch nicht zum dritten Mal ausgeholt. Und wie gesagt, ich will das nur ein bisschen runter machen. Nicht ganz kaputt. So, hier haben wir schon mal eine Kiste. Kiste ist gut, Kiste brauchen wir. Wir müssen ja 10 Kisten öffnen. Guck mal, das ist natürlich klasse. Das macht 30 Schaden, das heißt im Sneaky-Modus 90. Das heißt, die schnellen Beißer sind mal gar kein Problem. Prima, das Straßenschild, das ist eine schöne Waffe. Die ist zwar relativ langsam. Oh, da kommt einer. Sieht aber auch relativ geil aus. Ein Giftspeier, ne? Der wird uns einiges kosten. Denn der hat ausreichend Leben. So.
Schauen wir mal, was in der Kiste drin ist. Schraubenschlüssel, prima. Schraubenschlüssel ist sehr gut. So, jetzt gucken wir mal den grauen Wolf. Den kriegen wir, glaube ich, ohne. Nee, kriegen wir nicht. Ja, ist ein bisschen mühselig jetzt, aber. Oh. Ich nehme das auf mich. Da kommt. Was ist hier los? Scheiße, wenn der mich nochmal trifft. Warum? Und ich gehe natürlich auch den kürzesten Weg raus. Scheiße. Oh. Ärgerlich. Wir hätten den Alpha-Wolf gleich machen sollen, ihr Lieben. Denn, ihr habt gesehen, schon wieder der Große im gelben Gebiet. Das nervt mich gerade ein bisschen, wieso der jetzt schon zum zweiten Mal im gelben Gebiet kurz hintereinander kommt. Können wir einen Alpha-Wolf nicht machen. Na, ihr seht, zwei Schläge, du bist tot. Hab jetzt ganz schön viel Karotten verbraucht. Bin natürlich auch am falschen Ende rausgelaufen, ich Heinz. Aber das hat mich jetzt auch ein bisschen erschrocken, dass der auf einmal da angerannt kam. Das ist sehr ärgerlich. Ja, da haben wir natürlich so gut wie nichts geschafft. Haben natürlich ein paar Waffen dabei, das ist prima. Ein bisschen was mitgenommen, aber ärgert mich trotzdem. Wir hätten noch viel, viel mehr mitnehmen können. Aber wir können jetzt hier nicht mehr rein. Das heißt, wir gehen laufen in das grüne Gebiet, machen das erstmal und dann gucken wir nochmal ins gelbe zurück. Denn den Alpha-Wolf wollen wir schon killen. Ärgert mich jetzt ein bisschen verloren. Wir haben nur eine Kiste, glaube ich, aufgemacht, na, oder zwei. Keine Fähigkeit bekommen, weil wir nicht machen konnten, nicht sammeln konnten, nicht groß. Ärgerlich, dass der jetzt kommt. Also ich weiß auch nicht, wann der kommt, wie das eingerichtet ist. Ob das Zufall ist, ob man, wenn man zu laut, zu weit, zu schnell, ist keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass man sich mit dem nicht anlegen sollte. Dann machen wir jetzt eben hier weiter. Ärgerlich. Hier gibt es natürlich keine Kleblubler oder irgendwas. Sehr, sehr ärgerlich. Zack, weg ist er. Das ärgert mich ein bisschen. So. Funktioniert prima. Ein oder zwei können wir noch. Die stehen sehr ungünstig hier. Da werden wir nur einen machen können. Das sind aber zwei wandernde Zombies. Einen können wir noch machen. Dann ist die Waffe kaputt. Beziehungsweise so weit runter. Okay. Das soll reichen. So, was machen wir hier? Oh, geschlafen. Was machen wir hier jetzt? Wir machen jetzt hier die Kiste. Kisten? Kiste? Ich hatte mal eine, mal zwei in dem Gebiet, also kann ich euch nicht genau sagen, wie viel es denn hier nur auch sind am Ende. Auf jeden Fall kriegen wir genug Platz im Inventar dann noch. Ich habe ein paar Sachen, die ich auch dann hier lassen kann. So, jetzt hier sind wir auch erstmal voll. Dann. Prima.
Da locke ich natürlich auch gleich wieder die Massen mit, ne? Auch clever, da drückt der auf den Wolf ein und dann switcht er kurz vor Ende auf das andere Vieh rüber hier. Auf den schnellen Beißer. Also Blödsinn. Oh, jetzt haben wir die vielleicht zu weit getrennt. Dass der gar nicht mitkriegt. Zack. Drüben uns rum. Ah, der kriegt was mit, der Wolf. Aber der nicht hier. Sehr schön. Okay, zwei Kisten sehe ich da. Ihr wisst, Klebeband gehört sich. Also wenn wir aussortieren sollten, wir nehmen auf jeden Fall den Hammer mit. Wir nehmen auf jeden Fall Kugellager mit. Die Transistoren nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Essen nehmen wir in jedem Fall mit. Die fünf Schrauben. Wasser. Den Verband werden wir nachher anlegen. Stoff könnten wir eigentlich auch hier lassen. Oh, schön, dass wir gerade raus switchen in dem Moment. Dann, ich will mal gucken, wenn ich Bären sammle. Inventar ist voll, okay. Also weil ich die jetzt hier drin habe. Dann machen wir das mal anders. Legen wir nochmal den Verband hier rein. Nutzen ein paar Bärlis. Zur nächsten Kiste. Ah, ich würde gern den Hirsch machen, aber ich mache lieber den Wolf im Sneaky-Modus. Der würde sonst. Oh, schöner Schnitt. Herrlich. Halt. So. Der würde sonst nur aufmerksam werden. Hüs. Das kriegt er nicht mit, wenn wir die aufmachen. Lass mal erstmal. Denn machen erstmal noch die beiden hier. Irgendwie die drei. Die stehen echt super. Oh. Oh, das ärgert mich jetzt schon wieder. Aber gut, nein. Ärgert mich nicht. Denn wir können nicht immer alles mitnehmen. Wir müssen Abstriche machen. Noch eine Kiste. Jetzt sind ja drei Kisten in dem Gebiet. Na, sag mal. Das ist ja Wahnsinn. Und schneller Beißer, gut. Denn zack. Der hat nichts. Naja, wird das coole T-Shirt an. Sieht aus wie eine Katze mit einem blauen Auge oder schwarzen Auge. Und was kommt denn hier? Zombie Lee. Hier ist noch eine Kiste. Na, echt cool. Drei Kisten in dem Gebiet. Und auch hier wieder drei. Da hätte ich jetzt auch schon eine ganze Menge, Mensch. Was machen wir denn? Wir gucken erstmal. Da ist auch noch einer. Oh, ein Player. Schön. Zack, zack, zack. Aber der ist schneller als wir. Oh, was macht er denn?
Okay, ich glaube, das war's an Kisten. Hier haben wir noch das Altmetall oder was das ist drinne. Hier auch. Eins können wir noch mitnehmen. Hallo, Lami. Ist ja, guck mal, herrlich, wie der noch ausblutet da. Es ist schön gemacht. Finde ich super. Das Blut könnte zwar noch ein bisschen länger bleiben, aber ansonsten ist das echt sehr schön animiert. Ja, ich nehme jetzt auch Masai mit. Ich habe mich jetzt entschieden, auf dem Gang Masai mitzunehmen. So, wir hätten also noch sechs Metalle im Angebot. Dann, das ist mir zu schade, das Beil wegzuschmeißen. So, auf die Zigaretten verzichten wir. So, okay, also wir sind fertig hier. Hier gibt es nichts mehr. Hi. Das heißt, wir gehen noch mal. Wir gehen noch mal in das gelbe Gebiet, in der Hoffnung, dass nicht wieder dieser bescheidene Große kommt. The Big One. Da haben wir nämlich wirklich keine Lust drauf. Ich gehe nochmal hin und in der Zeit gucken wir mal, was wir geschafft haben. Wir haben einen giftigen Zombie getötet. Wir haben fünf Truhen geöffnet. Noch kein Bleblubbel oder Giftscheusal getötet. Und auch noch nicht den Alpha-Wolf im Kiefernhain. Warum nicht? Ja, das kann ich dir verraten, weil der Dicke da war. Das ist so ein mutierter King Kong oder so soll das darstellen, keine Ahnung. So, wir sind im Video Nummer 8, haben 8 Grad, es ist kurz vor 8 und wir geben 8. Denn ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich würde auch mal nur schleichen. Denn ich habe tatsächlich null Bock auf the big one. So und jetzt bin ich gut ausgerüstet. Ja, ich bin soweit fit. Jetzt machen wir einen Alpha Wolf. Beziehungsweise funktioniert glaube ich nicht, wenn ich ihn weglocke. Alpha Wolf, da ist er 100. Ich glaube, der sieht mich. Ach komm, ich hau drauf, Junge. Komm schon. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Sehr schön. Oh, das war einer. Und ich habe nur noch drei. Oh, sehr schön. Puh. Okay, jetzt brauchen wir erstmal zwingend hier ein bisschen. Dass wir irgendwas. Oha! Dass wir irgendwas haben. Levelaufstieg, na, da sind wir erstmal wieder bei 100%. Prima. So, okay. Puh, kurz durchatmen.
Und ich würde gerne das ganze Zeug hier mitnehmen. Trotzdem nicht vergessen zu schleichen. Ich habe keinen Bock, dass... Der Dicke kommt. So, Albe, jetzt haben wir zumindest den geschafft. Und ihr seht, das Verkehrsschild ist einfach geil. Wuppili! I love this. Es ist ja auch... Na, nicht schlagen, kriechen. Es ist ja auch ein Schild Einfahrt verboten. Hätten eigentlich auch ein Stoppschild nehmen können. Das hätte ich auch cool gefunden. Das wäre cool, wenn sie auch noch ein Stoppschild hätten. So sechseckig. So, okay. Die Kisten müssen wir natürlich auch gleich mitnehmen. Ihr seht, wir hatten... Oh, ein Giftspeier, prima. Die brauchen wir. Oh, konnte aber zweimal zuschlagen, die Schweinebacke. So, mal gucken, was hier drin ist. Ich sehe da oben einen großen. Also nicht der große, sondern ein Blähblubbler oder ein Gift. Ja, ich weiß, da kommt einer. Wo ist denn jetzt? Wo ist es denn? Scheiße. Das habe ich jetzt da drin gelassen. So. Dann suchen wir uns mal noch was Kleines, wo wir das verballern können hier. Ja, das ist jetzt schlecht. Das könnte jetzt spannend werden. Aber ein Glück. Zack. Haben wir die zweite Waffe drin. Prima. Aber ihr seht schon, wir bräuchten mal zwei Pflanzenfasern, dass wir uns ein Medikit bauen können. Denn jetzt haben wir tatsächlich keine Option mehr. Ich brauche... Oh, und da kommt schon wieder einer. Ich brauche ein Medikit. Vielleicht hat er zwei. Oh, der hat gar nicht abgeworfen. Denn ihr seht, oh, die Bären, sind nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, sorry. Tut mir leid, da. Da müssen die jetzt drauf gehen. Halt, denkt dran, nicht zu schnell. Also wenn jetzt hier der Dicke jetzt nochmal kommen sollte, wenn ich hier in die Kiste gucke. Der Großer. Oh, sehr schön. Hier, das nehmen wir gleich mal. Kiste haben wir. Die Kiste hat man auch leer. Ja, fehlt noch die da oben. Ja, und hier gibt es vier. Mindestens, ja. Da ist auch noch eine. So. Na, ich mach lieber erst. Oh, halt, da ist der Dicke. Krieg ich den? Oh, ja. Ja. Ich habe doch eine weite. Eine relative. Relativ große Spannweite. So, na, dem müssen wir uns auf jeden Fall holen, den Blähblubbler, aber wir locken vorher mal das schnelle Beißerli weg. Oh.
Und jetzt machen wir ein Blebblubli. Hallo, Dicker. Welcome to our little party. Tschip. Ja, das schafft er nicht, oder? Doch, einmal schafft er. Uiuiuiui. Klingt wirklich. Klingt wirklich gut. So, die hier noch. Da müssen wir jetzt schon 9 geöffnet haben. 9 Kisten. Guckt mal. Ach, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, die haben wir auch noch gar nicht aufgemacht. Machen wir die auch gleich noch auf und. Wir trinken einmal Wasser, das brauchen wir gerade. Und hier kommt gerade keiner, da gehen wir mal schnell pullern. Das sieht auch gerade keiner hinterm Baum. Ganz schön entspannt. Oh, wir stinken. Das heißt, dass wir mehr Aufmerksamkeit erzeugen, beziehungsweise uns nicht mehr so gut anschleichen können. Denn ab einem bestimmten Stinkegrad drehen die sich rum. Wenn du dich von hinten anschleichst und greifen dich einfach an, weil der Geruch schon vorher verrät, dass du da bist. Hier ist noch einer. So, okay. Aber ich denke, mehr finden wir hier dann auch bloß nicht. Und tschüss! Nicht mit dem Wind, versuchen Gegenwind. Keine Ahnung, von wo der Wind kommt. Tschüss! Komm, noch eine Pflanzenfarm. Oh, wer kommt da? Loveman, komm, tschüss. Oh, 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 oh. Ich mach dich vorher platt, du Arsch. Oh, hat er doch mit einer Impro-Pistole geschossen. Okay, hier kommen wir gleich dazu. Du kleiner Heinz. Denn ich brauche jetzt erstmal zwingend. Ganz schön riskant, was ich hier mache. Ohne Schutz. Es zwingt erstmal wieder ein bisschen. Von wegen, das war's, hä? Huh? So, unsere Klamotte ist fast komplett runter. Oh, ich hab Schiss, wenn wir uns so gut. Oh, na gut, das brauche ich jetzt auch nicht hier. Ist das besser? Ja, ein bisschen. Aber die nehmen wir mit. Die müssen wir mitnehmen, die können wir später in Recycler tun. Komm, und ein Traggrad reicht, dann nehmen wir lieber 20 Scholz mit, von Anfang wichtiger. Achso, die 13 wollte ich ja eigentlich mitnehmen. Okay. So. Gut. Jetzt machen wir noch die letzten zwei Hirsche. Und den Truthahn war, glaube ich, auch noch da. Aber den machen, brauchen wir nicht machen. Da haben wir jetzt keinen Platz mehr. Da haben wir auch keinen Platz mehr. Okay. Gut. Oh, hier haben wir. Die haben wir noch. Ach doch, die haben wir schon. Schade. Schade. So gut. Okay, weg. Mensch, da hatte der eine Pistole. Das Gute ist, die macht nicht so viel Schaden. Also ich. Ja, kann mit der auch nicht anfangen, muss ich sagen. Und ihr habt gesehen, so eine Druckluftpistole. Also. Frequenz ist extrem lahm. Und ich mit meinem Schild habe dem schönen ihn von Latz gedatzt. Wollen wir doch mal gucken. Wir haben auf jeden Fall schon wieder was erfüllt. Drei Giftspeier.
Eine Truhe müssen wir noch. Das heben wir uns auf. Pleblub oder erst ein. Aber ein Alpha-Wolf haben wir. Humanitäre Hilfe auf der Karte. Dann wieder Berggebiet. Polizeistation. Verkäufer. 15. Kalkstein. Kalkstein. Also. Okay. Ja, die eine Kiste brauchen wir jetzt nicht noch mitnehmen. Das machen wir später. Wir müssen sowieso nochmal irgendwann in das Gebiet. Haben aber hier schon wieder ein was freigespielt. Eine Schaufel, auch als Waffe wunderbar. Werkzeug zur Bodenbearbeitung, auch im Kampf einsetzbar. Eigentlich müsste das heißen, hervorragend für den Kampf zu gebrauchen. Keine Funktion für den Ackerbau. Denn mit der kannst du eigentlich nichts machen. Ich kann mich nicht erinnern, dass du mit der irgendwas ausgraben kannst. Das hatte ich bisher noch nie. Was? Das wäre natürlich geil, wenn du eine Schaufel am Mann hast und da kannst du irgendwas ausgraben oder so. Ja, Eichengriff, das ist ein Bauplan für einen Schädelspalter. Und hier natürlich wird eine Ventores. Prima. Das nehmen wir. Und fürs nächste, ihr seht, brauchen wir auch nur noch 10 Punkte, ist also nicht viel. Rest laufen wir. Und treten ein. Haben wir jetzt natürlich auch einmal Energie verloren, dadurch, dass wir von dem gelben in das grüne Gebiet marschieren mussten. Berggebiet. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt kam der große zumindest nicht nochmal, dass wir da wenigstens in Ruhe unser Zeug machen konnten. So, okay. Ja, ich habe die Tische auch mal ein bisschen umgestellt, wie ihr seht. Ja, war gut, dass wir Holz mitgenommen haben. Ein bisschen. Das war prima. So. Na, spinn jetzt hier nicht rum. Mache deinen Job. So, ja. Okay. Da werden wir uns gleich wohl noch mal was bauen müssen. Wobei, wir haben kein Holz. Ich glaube, 3 Holz kostet eine Truhe. 4 Holz haben wir. Na, wir legen uns erstmal ab. So, hier habe ich relativ viel. Sehr schön. Klasse. Auch von den Kugellagern jetzt ein paar mehr. Prima. So, das kommt hier nicht rein, das kommt auch hier nicht rein, das auch nicht so. Hier. Geschwindigkeit 0,8, Schaden 18. Ja, improvisierte Pistole einfach, aber kreuzgefährlich in den richtigen Händen. Das müssen dann Hände sein, die eine Schaufel oder wie ich ein Verkehrsschild tragen, ja, um dir eins drüber zu braten. Also anders kann ich mir das nicht erklären, die Beschreibung. So, hier hat man gerade ein paar. Und ihr seht auch, guckt mal, dieses Zeug, Altmetalle sind bis 50 stackbar, während das andere Zeug, die anderen Ressourcen alle nur bis 20 stackbar sind. Also hier könnt ihr 50 nehmen. Gut. Klamottentechnisch ist alles außer die Schuhe kaputt. So. Okay. Haben wir hier was drin? Nö. Nö, nö, nö. Hier waren wir. Hier waren wir. Müssen wir wieder rüber. Hier irgendwas drin? Der Händler ist noch da. Den können wir noch mitnehmen. Gut, die sind auch stackbar.
Mehr ist hier nicht. Das sortieren wir auch mal ein bisschen. So. Das Verkehrsschild behalten wir natürlich. Klar. So, wo habe ich denn die Reifen? Ich habe doch eine Kiste. Bin ich jetzt... Ach doch, hier vorne habe ich die hingestellt. Hier, an der Ecke. Okay. So, gut. Jetzt müssen wir uns bloß was einfallen lassen wegen dem rohen Fleisch. Ja, haben wir uns was einfallen lassen, haben wir das Futter erweitert auf 4 Tage. Und ich würde vorschlagen, wir holen auch noch den anderen Welpen. Und gucken, was das für ein kleiner Hirsch wird. Ein Benji. B ist schon mal ein schöner Name. Eine schöne Wahl. Auf B ist schwarzer Rücken. Benji ist auch ein Menschen, ne? Und ich fand gerade eben Barney ganz geil. Barney. So. Gut. Hallo Barney. Zum Hundezwinger. Und ihr seht, das Essen ist jetzt nicht mehr 4 Tage, sondern nur 2 Tage gut. Gucken wir uns das Ganze mal an. Alf braucht nur noch 21 Stunden und Barney 23. Gut, da müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen warten. Prima. Trinken. Ihr seht, zwei Duschen. Ich habe jetzt drei verbraucht und es juckt uns nicht wirklich. Ne? Also wenn man da ganz am Anfang wirklich ein bisschen vorsichtig ist und damit auch sorgsam umgeht und sich die ersten Flaschen tatsächlich auch aufhebt, dann das summiert sich dann. Also hier meine Futterkiste. Ihr seht, ich habe jetzt hier auch schon wieder 35 Wasser. Ja, also das ist Wahnsinn. Super. Ja, und ich brauche tatsächlich noch eine Kiste. Ich habe keinen Platz mehr. Wo? Ich habe gerade Hunger. Da essen wir mal die Böhnchen. Da ist hier wieder Platz. Wo hatte ich? So, okay. Gut, prima. Händler, gucken wir uns mal an. Verkäufer. Wir machen ein Geschäft. 5 Gummiteile, 8 Bolzen, 5 Verkabelungen, 10 Kugellager. Der will mich wohl verarschen. Da, weißt du, wie viel das ist? Waren das 5 Bolzen oder 10? Alter, das ist ja Wahnsinn. Ich hoffe, das ist eine Jahrhundertkiste. 5 Gummiteile und 5 Verkabelungen. Okay, 5 Gummiteile. 5 Verkabelungen. 8 Bolzen und 10 Kugellager. 10 Kugellager. 8 Bolzen. Prima. Gut. So. Dann machen wir gleich einen Verkäufer. Warum machen wir das? Weil wir natürlich im Überlebenshandbuch die Punkte dafür haben wollen. Denn eine Aufgabe lautet...
Oh, machen Sie einen Deal mit dem Verkäufer, habe ich schon. Hatte ich das nicht nochmal? Ich war der Meinung, ich hätte das nochmal gehabt. Humanitäre Hilfe? Hier. Machen Sie einen Deal mit dem Verkäufer. Genau. Gut, danach könnten wir in die Kalksteinklippen rein. Wir müssen vom Verkäufer wieder weitergehen. Wir müssen dann so langsam auch, das habe ich ein bisschen vernachlässigt, Steinmetztisch bauen. Damit ich den Stein dann umformen kann, damit wir die Wände weiter verbessern können. Apropos. Zehn und 20. Hier haben wir 19 und 20. Das könnte sogar reichen. Weil wir ja hier. Na prima. Das haben wir. Und vom Stein haben wir da so viel gesammelt. Ja, ohne Probleme. Gut, da kriegen wir die nächste Aufgabe fertig. Die Wände, vier Wände hoch. Wir haben den Fußboden verbessert. Und Aufgabe erledigt. Ja, prima. Gucken. Hier werden wir auch ähnlich viel haben. 10 krieg, oh, hier haben wir gar nichts drin. 10 kriege ich jetzt nicht raus, dass ich vielleicht hätte gleich noch den Steintisch machen können, aber so viel Kiefernbrett habe ich jetzt gerade momentan nicht. Schneidertisch ist dann auch wichtig in nächster Instanz und dann die Werkbank. Da werden wir dann zu gegebenem Zeit. Müssen wir ein bisschen jetzt mal sammeln, das Zeug, dass wir das dann auch machen, weil das ist wichtig, dass wir hier die Rohstoffe weiterverarbeiten können. So, okay, oh, was kommt denn hier? Einer? Hallo. Bringst du mir was Schönes mit? Ja, ein. Prima. So, okay. Ja, wir machen uns auch nochmal Klamotten. Ein was fehlt. Pflanzenfaser. Wir machen uns noch mal Klamottlis. Müssen wir normale nehmen erstmal. Weil das ist mir jetzt nicht wert, den vier Kleber dafür zu verschwenden für so ein verstärktes Hemd. Denn wir kommen ja auch mit den normalen Klamotten ganz gut durch. Man könnte es auch gleich 2, 3 machen. Na, das wäre also auch kein Problem, wenn man das ein bisschen lagern möchte. Ich will das jetzt nicht lagern. Wir tun aber noch den. Oder packen noch den Hammer weg. Den haben wir so weit runter. Prima. So. Und ja, wollen wir mal einen Schädelspalter mitnehmen? Na klar. Dann nehmen wir den mal mit. Zur Not holen wir uns was aus der Inbox. Wir haben getrunken, wir sind geduscht. Wir haben ausreichend Essen, das reicht. Und dann gehen wir zum Händler. Und dann werden wir das Überlebenshandbuch weitermachen. Und vielleicht ergibt sich ja auch eine humanitäre Hilfe auf der Karte. Das wäre natürlich cool. Dann könnten wir die nämlich auch gleich mitnehmen. Schauen wir mal. So, wir haben auf jeden Fall hier einen Verkäufer. Und ansonsten haben wir nichts. Das macht aber nichts, denn das werden wir. Das ändert sich bestimmt gleich, wenn wir vom Verkäufer wiederkommen. Na komm, wir laufen.
Verkäufer noch abschließen. Ich bin gespannt, was für eine Waffe das ist. Hoppel, die hopp, hopp. So, mal gucken. Heute steht hier Romanov. Mal gucken, was Romanov möchte. Romanov möchte 5 Gummiteile, die haben wir ganz zufällig mit dabei. 5 Verkabelungen. 8 Bolzen. Und zack, hier haben wir Kugellager. So, und weil wir ungeduldig sind. Der Händler hat hier echt gefährliches Spielzeug. Nutzen. Wow! Eine M16. Die ist natürlich mega, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also das hat sich tatsächlich gelohnt. Das Meckern meinerseits hat sich sehr gelohnt mit der M16. Das ist eine richtig gute Waffe. Natürlich eine absolute Schnellfeuerwaffe, die man dann, wenn man mal einen Bunker Alpha schnell durchrammeln oder die Polizeistation gerne mal verwenden und nutzen. Aber für unsere jetzigen Vorhaben brauchen wir die noch nicht. Und die braucht ihr auch nicht beim großen Verschwenden oder so, die ist eher kaputt, als der große kaputt ist. Und dann ärgert ihr euch nur, dass ihr so eine Waffe sinnlos verballert habt. Gut, ihr seht, von der Energie her sind wir fast runter. Haben ein, zwei Aufgaben lösen können, erledigen können. Wir könnten natürlich jetzt noch die eine Kiste schnell machen. Hier öffnen sie 10 Truhen, wo es Kiefern gibt. Die könnten wir noch machen. Dann würden wir zwei hier kriegen. Dann könnte ich euch das noch zeigen, ja. Sitzt das schief? Guck ich schief? Das wirkt ein bisschen schief, hä? Das ist gerade, das ist gerade. Na, vielleicht gucke ich auch nur schief. So, weil das wird mal 11 und die hätten wir gerade. Als nächstes werden wir dann hier rüber gehen in die Kalbsteinklippen und den hier. Wie heißt er? Tommy. Timmy. Timmy bleibt auch. Kalksteinklippen machen. Aber dafür haben wir jetzt keine Energie mehr. Und ich möchte euch keine Werbung antun und jetzt in dem Moment auch keine Münzen verwenden. Deswegen werden wir jetzt nochmal in das Kieferngestrüpp gehen. Und werden dort die letzte Kiste aufmachen, dass wir die Aufgabe auch erfüllt haben. Dann haben wir wieder eine geschafft. Solche kurzen Wege, das sind 9 bis 13 Minuten, na, wenn ihr da in der Zwischenzeit jetzt nicht abwaschen wollt oder den Hof kehren müsst oder Müll rausbringen sollt oder irgendwas, na, macht das ruhig. Das lässt sich prima in den normalen Alltag dann mit eingliedern. Man muss also auch nicht immer diese Münzen verwenden. Ich mache das natürlich jetzt im Sinne, dass wir gemeinsam vorankommen. Na, wenn ich da jetzt jedes Mal gehen würde, na, was wollen wir in die Viertelstunde da machen? Na, könnt ihr mir zugucken, wie ich hier die Wohnung putze? Na prima. Deswegen nehme ich immer diese Münzen. Wenn ich mal so spiele, na, oder mal in ein Steingebiet gehe, gehe ich danach auch normal nach Hause, ohne dass ich da jetzt immer Energie verwende. Oh, den hat es richtig schön rumgenebelt gerade. Ja, und dieses Gebiet ist natürlich, wenn du hier drei, vier Mal drinnen warst, wirklich auch für den Anfänger keine Herausforderung mehr. Denn tatsächlich sind das alles Monster. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Prima. Ah, wir haben eine schöne Spannweite. Perfekt.
So, wir könnten natürlich einen jetzt weglocken. Gehst du mal bitte weg? Gehen Sie bitte weg? Aber das machen wir nicht. Ah. Oh. Ärgerlich, dass jetzt hier der Wolf kam. Oi, guck mal, wo der Kopf hingeflogen ist. Boah, ist ja Wahnsinn. Schön. So, Haslis, gebt her euer Zeug. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber wir gehen eh über die Basis zurück. Und wenn wir einmal an der Basis sind, dann können wir natürlich dementsprechend dann auch ein bisschen was einsammeln, was wir dort hinlegen. Denn das darf man nicht vergessen, das normale Sammeln. Seht ihr, jetzt haben wir eine Aufgabe erledigt. Das normale Sammeln dieser Rohstoffe ist und bleibt elementar in dem Spiel. Ne? Denn darauf baut alles auf. Und auch mit viel Geld braucht ihr nicht euch irgendwas kaufen, sammelt diese Gegenstände. Das macht das Spielen aus. Und darum geht's. Ihr könnt euch eine Basis bauen, komplett, weiß ich nicht, mit 20 Kisten nur mit Bohnen drin oder so. Keine Ahnung. Irgendwann werdet ihr es brauchen. Ich wusste, ich hätte die Schuhe zu Hause lassen sollen. Aus der Drehung. Tschum! Schön gegen Kopf. Prima. Also die Weite dieses Schilds ist echt mega. Guck mal, ich stehe hier. Also das kann schon darüber entscheiden, ob man in den Aufmerksamkeitsbereich von dem anderen kommt, der gar nicht so weit weg steht. Also das finde ich mega. Mir bisher gar nicht so aufgefallen. Ich fand durch den Zaun durch ja immer cool, aber dass das tatsächlich auch so eine Auswirkung auf den Sneaky-Modus hat. Oh, was war denn das? Natürlich cool. Aber ist auch gleich kaputt. Levelaufstieg, herzlichen Glückwunsch. Ja, prima. Die kann ich nicht sammeln hier. Doch, ich habe Platz. Na dann los. Sammeln wir zuerst mal die Berlis. Sehr schön. Level 24. Tschüss. Wir bräuchten dann auch wieder Holz, ganz zwingend. Also, wenn wir jetzt immer hier sind. Oh! Oh! Get! Komm her. Schweinebacke. Waffe ist be. Das hat er nicht gemerkt, ist, dass meine Waffe beschädigt ist, oder? Prima. Glück gehabt, Kinders. Aber wir haben ja noch eine M16 mit. So ist es ja nicht. So. Na, da werden wir doch jetzt ein paar. Ach Quatsch, ein paar Bäumlis mitnehmen. Wie gesagt, Holz brauchen wir. Wenn wir jetzt schon keine Energie mehr haben, dann machen wir doch wenigstens etwas Nützliches. Und sammeln etwas Holzli. Andere Überlebende. Junge. Ist es ernst?
Nicht mein Baumfällen, Junge. Nicht genug Platz für Kiefernholz. Da sind wir schon voll. Na prima. Ich habe mir gerade noch ein schön neues Beil genommen. Nichts ist, Junge. Na, nicht den Stein sammeln. Kaum noch ein Bäumchen da. Weil die anderen meinen, die wollen auch ein paar Holzscheite mit nach Hause nehmen. Klasse. Und ich? Ich habe mich doch jetzt entschieden, hier Holzer zu sammeln. Jetzt gibt es ja keinen Baum mehr. Na prima. So, nun hört's auf. Den braten wir natürlich eins über. Klar. Marlboro-Schachtel. Quatsch, Zigarettenschachtel. Psst. Kann auch eine andere Marke sein. Erinnert aber schon stark an. Psst. Das nicht erwähnte Produkt. Ganz schön nach links und rechts gescheppert. So, hier haben wir tatsächlich auch noch ein paar Bäumlis. Drei Kiefernholz. Ach, den hatte der schon angenuppelt vorhin. Kein Platz mehr für Kiefernholz. Okay. Also, was nehmen wir mit? Ja, die Schuhe nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Na klar, wir nehmen hier die 20 Holzscheite mit, wir nehmen die Bolzen mit, wir nehmen die Kabel mit. Und dann nehmen wir doch tatsächlich richtig Holz mit. Oh, haben wir Durst? Ich hab nichts zu trinken. Sechser immer, okay. So. Gut, die finden wir so. Das heißt, die weg. Ich möchte nämlich auf jeden Fall. Ja, dann hat er jetzt halt Pech, der Verband hier. So, genau, Samen. Und jetzt drücken wir auf Automodus und dann macht er den Rest für uns alleine. Denn wir nehmen die Pflanzenfasern mit, auch die Samen, die da drin sind, nicht in jedem. Und sammeln noch 8-mal Kiefernholz ein. Deswegen habe ich das vorhin nicht eingesammelt, sondern hab die liegen lassen, damit die jetzt den Restbestand auffüllen. So dass wir mit möglichst 20, 20, 20, 20, 20 nach Hause gehen. So, der Schnuffelmaus hat Durst.
Ist ja auch ganz schön gerannt, also wenn es hier einen Kilometerzähler geben würde, na hallo. Schade. Ohohohoho. Schade. Wollte ich gerade sagen. Wo rennt er hin? Dass ich setze noch mal an. Schade, dass wir keine Erfahrungsstufe hoch sind. Weil dann hätten wir die Aufgabe nämlich auch gleich noch erfüllt. Ich glaube aber nicht, dass wir das mit dem Einsammeln dieser Pflanzenphase jetzt hier knacken. Mensch, so fleißig, die Tante. Prima. So, jetzt ist sie fully. Geht lieber nochmal 3 Meter vor und zurück und drückt nochmal auf Automodus, denn manchmal hakt das. So, okay, also wir haben hier fast komplett alles mitgenommen, ne? Die Karte ist fast komplett leer. Und wir haben tatsächlich vieles. Eine geile Waffe, die haben wir vom Verkäufer. Haben hier 60 Holz mit, 20, 7 und hier natürlich auch wieder Elektronikzeugs und, sind kaum beschädigt. Also von daher prima. Jetzt haben wir natürlich ganz schön Durst. So, da haben wir jetzt hier noch 31. Das reicht. Wir sammeln jetzt hier nicht mehr ein. Ich will bloß nochmal in die eine Kiste. Hoch, dann nehmen wir die noch mit. Okay. Gut. Aber da haben wir die Aufgabe mit den Kisten, mit den 10 Kisten schon erledigt. Das ging dann doch relativ rasch, weil einmal in dem grünen Gebiet tatsächlich 4 waren. Nicht schlecht. So. Hier haben wir einen Verkäufer, das Event. Und ansonsten haben wir tatsächlich kein anderes Event. Keine Hilfslieferung, kein Konvoi, nichts. Okay. Ja, dann. Ich gehe. 11 Minuten in der Basis und dann gucken wir in der Zeit mal noch fix. Was wir abgeschlossen haben. Wir haben den Deal mit dem Verkäufer gemacht. Wir haben die 4 Wände verbessert auf Level 2. Wir haben die 10 Truhen geöffnet, wo es Kiefern gibt. Leider nicht 10 Bleblubler, nur einen. haben den Alpha-Wolf getötet. Und das war's. Genau. Den Rest machen wir später. Wir haben jetzt wieder, das schaffen wir locker, bis die Aufgaben hier fertig sind. Bis die neuen Aufgaben erscheinen, kriegen wir die anderen fertig. Ohne Probleme. Wenn ihr natürlich wollt und ihr habt genug Energie und ihr seid einmal hier, könnt ihr natürlich auch zum Bunker Alpha gehen. Geht dorthin, dass ihr die Aufgabe erledigt. Na, da verbraucht ihr vielleicht von hier nur 15 oder 20 Energie, hingegen ihr von hier 30 oder 40 braucht. Wenn ihr also einmal hier seid oder am Motel, dann geht gleich kurz hierher, da erledigt ihr die Aufgabe. Das ist nämlich auch eine Aufgabe. So, was kriegen wir als Belohnung? Holzkohle, Fleisch und, guck mal, hier kriegen wir eine Erfahrungsstufe, vielleicht sogar besser, da haben wir die Aufgabe auch erledigt. Tagebuch, Waffe, Schaltkreis und die Glock. Prima. Gut, schön. Die Kiefernwald-Zeitschrift, die nehme ich jetzt natürlich nicht, ich habe keinen Platz im Inventar. Die gibt uns natürlich einen Erfahrungsbonus. Da könnte man dann wahrscheinlich die Aufgabe abschließen, eine neue Erfahrung kriegen. Aber da haben wir Zeit, wie gesagt, dieses Überlebenshandbuch ist insgesamt 30 Tage. Wir haben jetzt hier noch 23 Tage Zeit und sind jetzt schon auf Level 26. Es wiederholt sich ja noch einiges. Na, und ihr seht nach 7 Tagen Level 26 und es gibt wie viel insgesamt? 60. Also über ein Drittel haben wir schon geschafft.
und haben aber noch über zwei Drittel locker der Zeit Zeit, also mehr. Das schafft man also, wir schaffen es locker. Muss dann natürlich aber auch dranbleiben, das ist halt auch so ein Punkt. Na, du kannst jetzt nicht heute reingehen, sagen, okay, ich mache zwei Sachen und dann gehst du nach 7, 8, 9 Tagen rein, sagst, du machst mal wieder zwei Sachen, dann wird es natürlich auch ein bisschen schwierig, das bis zum Ende zu schaffen. Deswegen, wenn man sich hier dafür entschieden hat, sich auch die Vollversion zu kaufen, dann zieht das durch. Auch wenn ihr dann vielleicht mal nicht so Bock habt, empfehle ich euch das trotzdem, euch die Muße da zu nehmen und das durchzuziehen. Denn ihr werdet irgendwann definitiv auch wieder spielen und seid auch froh, dass ihr den geilen Loot habt. Ja? Okay, in diesem Sinne machen wir Schluss für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen oder beziehungsweise beim Schauen des Videos und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir wieder Last Day on Earth spielen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage auf Wiedersehen. Ciao!